Ernüchterung über Kraftwerkstrategie. Es ist ein Wahnsinn. Ich sage euch, es ist so irre. Bis 2030 sollen 40 neue Gaskraftwerke entstehen, die subventioniert werden zwischen 15 und 20 Milliarden Euro. Gaskraftwerke, sie sollen letztlich die Grundlast decken, weil Wind und Sonne es nicht tun. Das heißt also, bis 2030 40 neue Gaskraftwerke, subventioniert mit 15 bis 20 Milliarden Euro unserer Gelder. Warum subventioniert? Weil es für die Betreiber es sich nicht lohnt, dass sie letztlich nur Lückenbüßer sind. Sie sollen auch nach Inbetriebnahme subventioniert werden. Ich blende es nochmal ein. Habeck, was sagte er? Am Wochenende hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Vorschlag eines Sondervermögens für die Wirtschaft für Irritationen in der Ampelregierung gesorgt. Im ARD-Talk bei Karin Miasga versucht er am Sonntagabend, sich zu erklären und wirkt dabei eher kraftlos als ermutigt. Diese Agrardieselkürzung gestuft über 3 Jahre würden 450 Millionen bringen. Also ein Bruchteil dessen, über das wir reden oder reden könnten. Und die Konsequenz wäre das Gleiche mal 60, wenn wir über die Summe reden. Und ehrlicherweise weiß ich nicht, ob das Land das aushält und ob die Politik, die demokratische Politik im Land das aushält. Er glaubt nicht, dass dieses Land das aushält. Das ist irre. Und ihr wählt die noch. 13%, wer wählt denn diese extremistische Partei zusammen mit der SPD? Dieses ganze Parteienkartell, und ich stehe dazu, tut diesem Land nicht gut. Es tut diesem Land nicht gut. Überlegt doch mal bitte. 40 neue Gaskraftwerke, gleichzeitig baut Frankreich Atomkraftwerke. Wir kaufen das teuer ein. Wir kaufen LNG-Gas, das über den Atlantik kommt von den Vereinigten Staaten. Bitte merkt doch, was hier los ist. Wir haben da Leute am Schalthebel, die haben keine Ahnung. In anderen Ländern werden die schon längst zum Teufel gejagt. Und diese Regierung ist ein Muss weg. Diese Regierung muss weg. Aber ich habe eine Befürchtung, dass diese Regierung zusammen mit der CDU/CSU mit Gewalt, mit aller Gewalt Gegenstimmen unterdrücken und sagen, das machen wir nicht mit. Und wenn wir euch verunglimpfen und den Haldenwang Verfassungsschutz, wir haben die Medien hinter uns, wir machen euch fertig. Das sieht man Hans-Georg Maaßen, aber jeder, der ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann. 40 Gaskraftwerke bis 2030, um als Lückenbüßer zu funktionieren, weil letztlich Wind und Sonne nie und nimmer funktionieren. Das ist einfach nur noch irre. Bitte gebt uns ein Abo. Teilen, teilen, teilen. Und wer jetzt nicht den Hintern hochhebt und hört auf mit dem Mistkampf gegen rechts, reines Ablenkungsmanöver, das ist ein imaginärer Gefahrenbegriff, der hier entsteht, weil man sagt, ach, ist das alles schlimm, morgen kommt die Wehrmacht. Völliger Mist. Diese Regierung ist eine Regierung des Versagens. Bitte teilen, gebt uns ein Abo, teilen, teilen, teilen. Danke, sagt der Peter Weber und das Team. Tschüss.